Es ist 19 Uhr. Hier ist das MDR Thüringen-Journal. Guten Abend. Die Polizei in Thüringen und Sachsen ermittelt gerade in einem Fall, der weit über die Ländergrenzen hinausgeht. Es geht um mutmaßliche Linksextremisten, die am Rande eines Neonazi-Treffens in Budapest Personen angegriffen haben sollen. Die ungarische Polizei hat deshalb um Amtshilfe gebeten und so wurden in Thüringen und Sachsen heute Morgen Wohnungen durchsucht. Auch in Jena. Heute Morgen um 6 ging's los. 5 Wohnungen an verschiedenen Orten Jenas wurden gleichzeitig durchsucht. Ebenso im Leipziger Stadtteil Konnewitz. Auch hier gab es Durchsuchungen. Angeordnet hatte das die Generalstaatsanwaltschaft Dresden. Grund ist ein Ermittlungsverfahren aus Ungarn. Gegen insgesamt 7 Beschuldigte, denen zur Last gelegt wird, zwischen dem 9. und dem 11. Februar diesen Jahres Angriffe auf vermeintliche Anhänger der rechten Szene in Budapest verübt zu haben. In den sozialen Netzwerken kursieren solche Videos der Überfälle, gefilmt von einer Überwachungskamera. Der ungarischen Polizei zufolge wurden bei den Angriffen 8 Menschen verletzt, 3 davon schwer. Die mutmaßlichen Täter werden dem linksextremen Spektrum zugerechnet, sagen die Ermittler. In Budapest fand zu diesem Zeitpunkt der sogenannte Tag der Ehre statt. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung, die von der rechten Szene genutzt wird zur Vernetzung und zum Austausch von rechtsextremistischem Gedankengut. 4 mutmaßliche Täter wurden noch in Budapest festgenommen, darunter ein 29-jähriger Deutscher. MDR-Informationen zufolge soll der Mann auch bei einem Überfall auf einen Eisenacher Treff der rechtsextremen Szene dabei gewesen sein. Bei den heutigen Durchsuchungen wurden Beweismittel sichergestellt. Die Verdächtigen sind untergetaucht.